Hier ist das fünfte deutsche Fernsehen mit dem Tagesschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Meldung: Ackerböden, Trinkflaschen, alles ist mit Mikroplastik verseucht. Wiener Forscher haben jetzt nachgemessen. Wir essen Mikroplastik. Jede Woche isst jeder eine Kreditkarte. Wir nagen nicht am Hungertuch, wir essen die Kreditkarte. Die Forscher haben Plastik im Stuhl gefunden. Wir müssen demnächst in den gelben Sack kacken. Klimakaoten gehen vor Gericht. Der Stromkonzern RWE will von den Besetzern von Lützerath Schadensersatz wegen erheblicher Zerstörung. Das war wirklich schlimm. RWE musste das ganze Dorf abreißen. Und wo wir gerade bei Zerstörung sind, der Tagesschauer gratuliert. Unser Kunstexperte Tillmann Lucke hat das Wort. Wir gratulieren dem Maler Georg Baselitz zu seinem 58. Geburtstag. 85. Geburtstag. Alles Gute. Ein paar Klimaaktivisten wollten mit einem Tortenwurf gratulieren, bis sie merkten, dass den Bildern schon jemand einen Streich gespielt und sie falschrum aufgehängt hatte. Heute, genau am 31. Januar, endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Viele Haus- und Grundbesitzer haben das noch nicht gemacht, mit der Begründung, diese Erklärung sei viel zu kompliziert. Ich habe mir das mal angeguckt, muss sagen, so schwer ist das gar nicht. Man muss nur den Radius des Grundstücks mit dem Durchmesser hoch 2 potenzieren, das Ganze durch die Schuhgröße des Schwibschwagers dividieren, dann die Quersumme mit der Anzahl der Grashalme ihres Vorgartens an allen Wochentagen mit R multiplizieren und in einer Interpolation die abschließende Funktionsanalyse pro Quadratmeter bis zur dritten Stelle hinter dem Komma ausrechnen. Fertig. Ist doch ganz einfach. Oder Sie verkaufen Ihr Grundstück und lassen den ganzen Scheiß jemand anders machen. Das Wetter mit Otto. Meine Damen und Herren, nicht nur an Silvester haben wir Knallköpfe. Wir haben viele, die das ganze Jahr über einen Knall haben. Aber hallo, bleiben Sie übrig.